Willkommen zurück zu Elder Scrolls Online Sommersend, Folge 869. Wir suchen einen Schatz. Mit diesen drei Leuten, die anscheinend Ruhe öffnen wollen, die sich irgendwie da, ja. Das soll hier an der Küste sein? Also das Gebäude ist da, okay, gut. War ich da nicht gerade schon? Der Turm ist da oder da? Wo ist denn der Turm? War der nicht da? Genau, ich hab den Turm da gesehen. Ich hasse diese Schatzkarte übrigens. Das ist, wer malt denn bitte schon so eine komische Karte, die irgendwelche Landmarken als Basis nimmt? Ich meine, das könnte ja... Das Landschaft neigt dazu, sich zu verändern in der Zeit. Okay, das ist wahrscheinlich... Hä? Moment. Okay, die Schatzkarte. Die Karte nicht, Leute. Den Turm gab es vor drei Generationen schon. Na gut, nur Nordgeneration gehen nicht lange, aber trotzdem. Ich ahne übrigens eine ganz große Falle. Das war ein Schatzsuch hier. Und die Schatzsuche ist innerhalb von 3 Minuten vorbei. Nebenbei bemerkt, wir sind immer noch an der Künstlerquest dran. Nur das war halt gerade günstig, mal kurz auf Schatzsuche zu gehen. Vor allem, weil wir gerade sowieso Farben gesucht haben. Das könnte da irgendwo sein. Irgendwo da auf einer Platte. Wie komme ich nach hoch? Muss ich da erst ganz hoch und dann wieder runterspringen? Achso, da. Oder ich folge einfach diesen anderen Spieler da und dann wird alles gut. Hier ist es wahrscheinlich nicht, oder? Okay, gut. Das ist. Das andere Spieler geht auch dahin, wo ich sowieso hin wollte. Das müsste da oben auf diesem. Achso, das man kann da rumspringen. Achso. Ich soll da gar nicht hochkraxeln. Obwohl, das andere Spieler rennt auch gerade um. Was ist denn das für? Können wir die haben? Wir müssen dann hier oben auf diesen Hügel. Ach, muss ich jetzt echt hier rumreiten? Von wegen hier. Die ging mal kurz an den Strand und hat ihre scheiß Stu. Was? Ich hab die da mal fest entdeckt. Achso, das ist der Bait dann. Von wegen, die ist kurz an den Strand gegangen, hat die Kiste vergraben. Das ist, als ob! Schon eh nicht mehr da. Das ist voll der lange Zurückweg. So, hier müsste eigentlich. Ich muss bestimmt noch buddeln, oder? Tja. Calciniumerz. Also ich meine, es ist die Platte da unten, aber ich könnte mich... Ach, komm, ich spring jetzt einfach runter und gucken mal. Das ist natürlich auch schon, wenn man die alleine sucht. Oder? Ist hier noch ein tiefer? Warte, ich mach da hinten noch was. Nee, okay, gut. Ist eigentlich nicht ganz auf dem Boden. Das ist halt irgendwie... Wenn ich eine Truhe suchen, die steht hier irgendwo rum oder was? Ich ahne, ich jetzt schon jetzt so tief hier an, wenn ich mich hier auch rumreiten. Was soll denn? Können wir offensichtlich für die Truhe hier eigentlich rumstehen? Hä? Ich glaube, ich bin schon eins zu tief. Aber wie wäre ich jetzt gerade sowieso am Absturz und kann ich mir die restlichen Ecken hier angucken? Das ist eine tolle Schatzsuche übrigens. Ich habe mich selten, ich hätte einfach die anderen Spieler verfolgen sollen. Ich habe mich selten so viel amüsiert wie hier gerade. Guck mal, hier ist immer so eine Straße. Oder ist der Busch da oben ernst zu nehmen? So, warte mal. So, der Turm ist da. Da. Ich tue das Ding gleich aus und halte es neben dem Bildschirm. Da müsste eigentlich. Der müsste der Schatz sein. Okay, dann reiten wir nochmal hoch. Ich habe das Gefühl, dass diese Schatzsuche nicht ganz so einfach ist, wie ich das ursprünglich angenommen habe. Aber Daddy, das andere Spiel, hat ja auch noch nicht so richtig was gefunden. Das ist hier ganz so. Oh. Hier gleich ihr Outfit gewechselt. Anscheinend ist die auch am Verzweifeln. Hier nur so eine Lücke. Nö. Du kannst halt in ESO auch nie einschätzen, wie kreativ die jetzt waren beim Verstecken von der ganzen Stelle. Also eigentlich müsste das Ding hier sein. Laut der nicht besonders genauen Karte. Offensichtlich ist es nicht der Fall. Sonst hätten wir sie jetzt schon gefunden. Alter. Ja, grüß dich. Aber welche Idee? Was macht die denn da? Auf Pizza sauern. Meine Fresse. Sollte eigentlich hier sein. Also ich hätte das durchaus zugetraut, dass es hier in so einer komischen Ecke ist, aber ist es halt nicht.
in die Scheißruhe. Ja, wie denn? Ist halt echt nicht hier. Vielleicht doch da eins oben. Ist die Karte einfach nur ungenau? Das kann natürlich auch so. Es wäre übrigens viel cooler, wenn ich im Fallen mein Pferd rufen könnte und ich würde dann irgendwie so im Laufen quasi aufsteigen, während ich runterfalle. Das wär's, ja. Ich glaube, man macht diese komische Truhe ist da oben. Also auf den Felsen hier drauf. Kann ich mal kurz in Third Person gehen? Tja. Tolle Nebenquest haben wir hier gerade angenommen. Ich komme auf diesen Scheißfelsen nicht hoch. Ich habe das Gefühl, dass der andere Spieler auch nichts findet. Oder komme ich hier vielleicht hoch? Ich meine, im Hauptspiel ging das Springen noch besser. Also, zumindest war die Landschaft, ob ich sich da um das Ruhe? Ne, ich sehe da auch keinen Spruch. Gut, dann können wir uns auf rechte Spur hier hochzuspringen. Ich sehe hier nichts, verdammte Hacke. Das ist nicht die scheiß Truhe da unten ist. Gucken wir nochmal auf die Karte. Also, ein bisschen Felsen, ein bisschen Grün. Vor allem, selbst das Boot ist auf der gemalten Karte, ist das Boot da unten da. Das macht mich ja völlig fertig. Ja, aber eigentlich, warte mal, das ist vielleicht weiter hinten, ne? Ja. Moment mal. Ist er hier irgendwo, oder? Ach, hier. Oh. Man hätte natürlich auch einfach in den Chat schreiben können. Das Ding ist hier. Na, vielen Dank aber auch. Na gut. Das, war denn ja doch leichter als gedacht. Warum muss ich jetzt eigentlich mit Ikir sprechen? Am Ende war die ganze Geschichte sowieso eine Lüge. Oder war Rida hat ihren eigenen Tod gefaked, nur um irgendwie anderen Leuten die Arbeit zu lassen. Was ist jetzt hier noch? Ach, jetzt steht noch ein Tod, ich aufschließen kann. Das ist ja fast genauso gut wie jetzt. War ich sehr höflich, mir so zu helfen. Man hätte natürlich auch einfach was in den Chat schreiben können, statt einfach nur... Warte. Das wäre halt viel einfacher gewesen, weißt du? Das ist... Anstatt hier irgendwie mysteriös in der Landschaft rumzuzaubern. Ich glaube, ich bin offiziell doof. Ich meine, das ist, andere Leute haben das Ding ja wie in 0, nichts gefunden. Und ich habe mir hier gerade einen Wolf gesucht. Das, ich werde einfach alt. Ich glaube, ich sollte aufhören. Ich sollte einfach ins Altenheim gehen. Diese ganzen modernen Sachen lassen. Kann ich hier eh anscheinend nicht. Wollen wir über den Farbtypen vorbei, zu dem wir einigen wollten? Ach ja. So. Bin mal gespannt. Oder sind jetzt alle tot? Nur noch IG-Gerattenbiss steht da. So, ja. Ja. Oh, das wäre vielleicht schlecht zu geben. Oder die wird gleich zum Bosskampf. Nee. Nee, die drei leben noch. Ich habe Geflügelfleisch geklaut. Na toll. Hallo! Und? Konntet ihr Gjadils Schatz finden? In der Tat. Ich hätte immer gedacht, dass sie etwas größer wäre. Nun, wenn sie randvoll mit Diamanten ist, spielt es wohl keine Rolle, wie groß die Kiste ist. Danke, dass ihr sie geholt habt. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich werde dieses hübsche Ding jetzt mal knacken. Schauen wir doch mal, was wir da haben. Könnt ihr nicht schneller bluten, Igeke? Wahrlich, ich brodele vor Spannung. Bluten? Was zum... Hier ist nur eine Schriftrolle. Ich bin auf vielen Meeren gesegelt und habe viele Schiffe gekapert. Aber der kostbarste Schatz ist Familie. Erkennt die Weisheit dieser Worte. Was? Der ganze weite Weg umsonst? Unfassbar, dass ich Vareda für eine blöde Schriftrolle vergiftet habe. Verdammt! Ich dachte nicht. Augenblick! Das mit Vareda wart ihr? Aber ich habe sie doch erwürgt, gleich nachdem sie eingeschlafen war. Ihr redet doch beide Unsinn. Ich habe sie erstochen, nach dem Löschen des Feuers. Hä? Halt! Haben wir alle Vareda wegen eines größeren Anteils am Schatz getötet? Ha, Verrat liegt wohl in der Familie. Deshalb kann sich Vareda aber viel kaufen. Wenn man bedenkt, dass Gjadil von Anfang an diesen Ausgang geplant hatte, wer hätte gedacht, dass die alte Dame so einen Hang zur Dramatik hat?
Ich frage mich, ob sie jemals zum Theater gehen wollte. Was machst du jetzt als nächstes mit dieser tollen Schriftrolle? Als nächstes? Nun, ich werde rüber nach Rellenthal hüpfen, meine Talente zur Schau stellen und sehen, was sich entwickelt. Ehrlich gesagt hat mein Auftritt bei dieser ganzen Sache mich in die nötige Stimmung für etwas mehr Dramatik gebracht. Allein der Gedanke, dass wir alle drei die ganze Zeit über die Mörder waren. Na toll, ja, das war eine ganz schöne Überraschung. Anscheinend findet das keiner irgendwie verwerflich, das ist auch, na egal. Das Geheimnis von Varedas Tod, die Spannungen zwischen uns und jetzt die große Eröffnung, dass es überhaupt gar keinen Schatz gab. Die ganze Geschichte trieft geradezu vor dramatischer Ironie. Mit so einer Geschichte könnte ich Theaterautor werden. Keine schlechte Idee. Ob das Varida so ähnlich sieht? Ich kann nicht glauben, dass ich je zu dieser irren Vettel aufgeschaut habe. Wenn man nur daran denkt, dass sie uns alle wegen so einer dummen moralischen Lektion reingelegt hat. Ich hoffe nur, dass dieser Wahnsinn nicht in der Familie liegt. Tja, das ist was? Sie wollte auch Entdeckerin werden? Eine Entdeckerin? Nein, ich wollte ein schrecklich reicher Piratenkapitän werden. Ich wollte den Schatz nutzen, um ein Schiff und eine Mannschaft zusammenzustellen. Doch dank Yadil und ihrem weichen Herzen wird daraus wohl nichts. Warum sollte man, wenn man bereits Geld hat, noch eine Piratencrew eröffnen? Das erscheint mir ja irgendwie leichtlich sinnlos. Ich meine, das geht ja auch irgendwie kürzer, oder? Was? Ja, genau. Bestehende Piratenmannschaft. Ein Leben lang Decks schrubben und Befehle entgegennehmen? Nein, danke. Wisst ihr, es war ziemlich einfach, Varida zu töten. Vielleicht schließe ich mich der dunklen Bruderschaft an. Ich muss nur ihre Aufmerksamkeit erregen, oder? Ja, ich glaube, das könnte ich. Viel Spaß, und du? Ich schätze, deshalb hat Yadil ihr Piratenleben aufgegeben. Sie beschloss, dass Familie wichtiger war als Reichtum und Schätze. Was für eine Idiotin. Was? Ich bezweifle es. Yadil hat das alles wahrscheinlich nur inszeniert, um ihre Nachkommen näher zusammenzubringen. Mehr Kameradschaft durch die anstrengende Suche oder irgend so ein Unsinn. Allein der Gedanke, dass ich Vareda für nichts und wieder nichts umgebracht habe. Bereue? Ich bereue es, all diesen Ärger gehabt zu haben. Es ist leicht, Mitgefühl für eine Leiche zu haben, aber ihr könnt mir glauben. Wenn ihr Vareda gekannt hättet, würdet ihr das verstehen. Es ist kein Zufall, dass wir alle drei es auf sie und nur sie abgesehen hatten. Das spricht ja sehr für den Charakter. Oh, das haben wir hier noch. Was? Kapitän Gäste, strahlendes Schwert, Zähne, Dings. Achso. Hätte ich hier noch Indizienbeweise durchgucken können? Nee, ich will nicht mit dir reden. Nein. Ich kann. Rucksack. Adamant. Ich lese keine Schauspiele vor. Tja, man hat so eine recht reiche Robe, die kann man bestimmt noch plündern. So, egal, zurück zu unserer Künstlerin. Wir wollten ja noch die Quest abgeben. Na gut, das war auf jeden Fall Jadils Schatz. Das hat jetzt 3 Minuten länger gedauert, als es hätte dauern sollen, weil ich irgendwie so ein bisschen abgeschlossen war. Aber ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Das ist alles gut. Das könnte doch schlimmer sein, nicht wahr? So, hier springen Landewind. Nee, Keres und Tindiora zurück. Ja, machen wir mal. Mal sehen, wie begeistert die von der ganzen Farbgeschichte ist, oder? Halt, Kurierin! Ich würde gern ein paar Worte mit euch wechseln. Ich mag dich nicht. Wisst ihr, ich habe so einiges über euer kleines Unterfangen gehört, Tindoria die nötigen Dinge für ihren jüngsten Entwurf zu beschaffen. Und ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Ihr habt euch wirklich als sehr fähig erwiesen. Ich habe einen Vorschlag für euch. Verkauft diese Dinge doch einfach an mich. Du kennst Steff hier? Steff ist bestimmt eingeschlafen. Wer bist du denn überhaupt? Ich weiß, wer er ist, aber trotzdem. Wer ich bin? Ich bin aufrichtig schockiert, dass ihr noch nicht von mir gehört habt. Meine brillanten Werke sind überall auf Sommers End heiß begehrt. Mein Name rollt wie Donnerhall über das Land und Adlige wie Gemeine nutzen ihn gleichermaßen. Ein Künstler? Nein, ich bin der Künstler. Das ist jetzt, weiß nicht, ob Arroganz so das ist, womit er versucht, die Leute zu beeindrucken. Also ich persönlich bin jetzt davon jetzt nicht so überzeugt. Aber wenn er meint, selbstsicher ist auf jeden Fall, in der Tat. Ich darf euch sagen, dass meine Selbstsicherheit wohl verdient ist. Ganz anders als bei der armen Tindoria. Sie gibt ihr Bestes, doch wer ein Auge für solche Dinge hat, kennt die Wahrheit. Hallo, Steff. Ihr fehlt das gewisse Etwas.
Und du meinst, das gewisse Etwas ist Skrupellosigkeit? Hassen? Das ist ein bisschen übertrieben. Nun, wir sind uns einfach in freundlicher Rivalität verbunden. Das war schon immer so. Schon seit wir beide Hähnermils Schüler waren. Ganz ehrlich, ich schätze unsere gemeinsame Zeit. Ich bin einfach nur der bessere Künstler. Ja, ist klar. Ich bin einfach nur besser. Wenn man sich den Scheiß nicht verkaufen. Nun, ich könnte darüber sprechen, dass diese Vorräte einer Kunst dienen würden, die die Seele von Mensch und Meer berührt. Doch keines meiner Worte würde euch anrühren. Also versuchen wir etwas anderes, ja? Ich werde das Doppelte von dem zahlen, was Tindoria bezahlen wollte. Also 2 Millionen Gold, ich bin dabei. Das. Ja, genau, hier, Sabotage. Ich soll so etwas getan haben? Wie ich meinem lieben Brodran schon sagte, war es Tindoria, die ihn in den Ruin treiben wollte. Ich bewundere den kleinen Waldelfen doch. Tindoria hat euch hereingelegt, meine Freundin. Ja, aber die war's doch gar nicht. Dann hat mich zweifelsohne jemand angeschwärzt, den sie dafür bezahlt hat. Dieses Spiel, das wir spielen, hat viele Wendungen. Tindoria hat einfach nur dafür gesorgt, dass sie mir dieses Mal einen Schritt voraus ist. Verkauft mir diese Vorräte und ich sorge dafür, dass Brodran für seine Ärgernisse entschädigt wird. Ich habe irgendwie gut Lust, ihn einfach mal ins Wasser zu stoßen, aber leider rennen hier überall Wachen rum. Ich weiß nicht, ob sich das eventuell vielleicht negativ auf meine Reputation auswirken könnte. Ich halte trotzdem meinen Kontrakt. Na, das ist eine Schande. Derart wunderbare Farben an ein so leicht zu vergessendes Werk zu verschwenden. Ich hingegen biete das Göttliche, meine Freundin. Werft mir nicht vor, dass ich es versucht habe. Dann ab mit euch. Ich werde meine Rivalen auf die altmodische Art und Weise besiegen. Mit Talent. Echt? Und davon hat er welches? Da wird er meint. Das. Ja, siehst du, ich habe ja gar nicht alle Farben, fällt mir gerade so auf. Ich habe ja die scheiß Blume nicht, wer die hat. Tja, naja, gut. Guten Tag, Tindoria. Endlich kehrt ihr zurück. Und das mit meinen Reagenzien. Kommt, ich muss sie einfach sehen. Mein Genie ist wie ein Hengst, der darauf wartet, endlich loslaufen zu können. Interessanter Vergleich. Das gab Komplikationen, das könnte man auch so sagen. Also richtig sympathisch ist mir übrigens auch nicht, nur der andere Typ ist halt noch unsympathischer. Es gab Komplikationen, genau. Komplikation? Ha. So kann man Verelel wohl auch nennen. Oh, schaut nicht so überrascht. Ich kann doch immer noch sein unerträgliches Parfüm riechen. Doch ihr seid hier, was mir verrät, dass ihr seine Scharade durchschaut habt. So, was ist mit meinen Vorräten? Tja, Aurealis ist leider am Aussterben. Ausgestorben? Wie kann eine so weit verbreitete Pflanze aussterben? Gerade letzte Woche habe ich... Oder Augenblick mal, war es letzten Monat? Letztes Jahr? Wie die Zeit verfliegt, wenn man Kunst schafft. Sei's drum. Fein, ich kann auch ohne sie arbeiten. Ich ziehe euch aber etwas von eurem Lohn ab. Das ist 302 Gold. So viel macht überhaupt keinen Unterschied. Ja, Kieferzucht. Oh, dieser Schurke. Brodran ist ein guter Mäher und er liebt diese Käfer wie seine eigenen Kinder. Das sind unerträgliche Nachrichten. Wie soll ich denn ohne Seegrau zurechtkommen? Nein, das kann ich nicht zulassen. Ich werde Brodran einen Kredit geben, damit er die diesjährige Zucht bezahlen kann. Na immerhin, aber Hanmi verdient die T-Klasse. Oh, wunderbar. Ich hatte gehofft, dass er ihr gefallen würde. Mir wäre es nur lieber, wenn sie in die Stadt zurückkehren würde, anstatt in einem abgelegenen Sumpf zu leben. Aber vielleicht hat ihre Einsamkeit auch etwas Gutes, denn sie hat ein herrliches Blau-Grün geschaffen. Die hat doch sehr spezielle Farben, oder? Kann die nicht irgendwie mischen, wenn die so Grundfarben hat? Also ich weiß ja nicht, aus was so klassische Farben... Exakt hatte ich an sich auch keine Ahnung, aus was eigentlich Farben bestehen. Ich meine, so Ölfarben... Es ist wahrscheinlich irgendeine Ölpaste... die irgendwie Pigmente enthält. Aber ich habe keine Ahnung, wie das chemisch funktioniert, ne? Also das so mit Farbe. Es sind wahrscheinlich immer irgendwie Farbpigmente, die irgendwie in irgendeiner Lösung gelöst sind. Und bei Wasserfarben ist es vielleicht das gleiche. Das ist halt irgendwie Farbpigmente sind, die auf einer Trägersubstanz liegen, die man mit Wasser irgendwie aufdünnt und kann man mit dem malen. Aber ich habe echt keine Ahnung, wie das funktioniert, ne? Ich habe mir noch nicht Gedanken, weil ich überlege, ich denke gerade zum ersten Mal darüber nach, wie Farbe eigentlich funktioniert. Also generell überhaupt. Farbe an sich. Ich meine, es gibt ja nicht nur Ölfarben, es gibt ja auch noch andere Farben. Ölfarbe braucht irgendwie 1000 Jahre zum Trocknen. Ich habe keine Ahnung. Ich sollte das bei Gelegenheit nachgucken. Aber wahrscheinlich nicht heute.
Wie du auch sagst, ich habe übrigens alle Vorräte, die du wolltest. Und hier ist eure Bezahlung. Genau nach Vertrag. Es freut mich, dass ihr euch entschieden habt, unsere Übereinkunft zu achten, anstatt euch auf die Seite dieses Schufts zu schlagen. Oh, jetzt wird es mir klar. Ihr seid das perfekte Motiv für mein Meisterwerk. Eure strahlende Treue, euer reines Herz. Perfekt. Vielleicht übrigens 302 Gold kosten. Geben die Wissen. Die geben nicht mehr Sprintgeschwindigkeit, aber immer maximale Ausdauer. Dies ist ein gewöhnlicher Einrüstungsgegenstand. Der Gewinn der Küste von Sommer sind. Erlesen. Das könnte ich in mein Haus aufhängen. Euer Antlitz auf meiner Leinwand wird über Jahrhunderte hinweg Betrachtung erfahren. Da bin ich mir sicher. Wer weiß? Vielleicht wird es eines Tages sogar in einer Galerie neben der Königin höchst selbst zu sehen sein. Das ist wirklich sehr großzügig von mir. Ihr braucht mir nicht zu danken. Ja, ich habe keine Zeit. Schade eigentlich, ne? Oh, dann nur eine schnelle Skizze, um eure Essenz einzufangen. Ich muss einfach sicher sein, dass ich die Augen richtig hinbekomme. So, das wird erst einmal genügen. Das ist also meine rotglühenden Augen. Das ist also... Sie hat quasi gerade das hier gemalt. Und wir können mal kurz zip. Blopp. Ein tolles Wort. Kann ich irgendwie die Elfe dazu bringen? Gibt es welche Kommandos, mit denen man fokussieren kann? Fokus? Nee, anscheinend nicht. Na gut, tolles Wort, kann ich mit mir reden. Euer Antlitz auf meiner Leine. Ja, ist schon. Was sind das hier eigentlich für Bubble? Ist das hier so Schwimmer? Das sind bestimmt so ein Schwimmer. Voilà. Zur Nacht. So, wie man sagt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder ist. Und dann macht's ein bisschen neues Mal. Ich wünsche euch was. Ciao.